Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Minecraft Fakten. Heute am Freitag und ja, es ist mal wieder kommt ein Video von mir. Ich war die ganze Woche über krank, beziehungsweise ich habe keine Videos gemacht, weil ich hatte Schlapp und meine Stimme war weg. Ich höre mich auch nicht so schön jetzt an. Gestern kam zwar ein Video, das war vorproduziert. Ja. Jo. Es gibt zwei Neuerungen, und zwar habe ich jetzt hier den Victor-Skin drin. Weil es schon 13. November ist, heute der 13. heute, und einmal ist schon fast Weihnachten, das heißt, ja. Hier hinten habe ich was gebaut, und zwar ein Pool, und da habe ich direkt ein Eisdolen reingespawnt als Freund. Naja, damit ich nicht mehr die Welt wechseln muss, weil ich zu voll für bin. Leute, die haben einfach Sinn, oder schön Pool hier. Warum zum Teufel ist das Portal aus? Ja. Wenn ihr Minecraft-Fakten wisst, dann in die Kommentare mit. Und dann seid ihr vielleicht beim nächsten Video auch mit drin. Und, ja, dann geht's direkt los. Die ersten beiden Sachen sind von CC4 Diamonds. Und als erstes schreibt er, Zäune heften sich an Packeis, aber an Normaleis nicht. Ja, das ist korrekt. Und ich zeige euch dann nochmal. Hier mal zweimal Packeis. Und dann jetzt hier zweimal normales Eis, ne? Und jetzt machen wir hier gleich mal zweimal und das heftet sich sofort hier dran. Und hier geht an beiden dran. Und jetzt hier heftet er sich nur an diesen hier. Zwischen den beiden Eis dann bleibt er hier stehen. Das heißt, er heftet sich nicht an Eis. Aber Packeis schon. Und warum? Warum? Vielleicht irgendwie, weil es Packer schon ein bisschen fässerer Block ist, aber Eis ist ja nicht auch immer so hart, ne? Ja, das bedeutet. Warum? Naja. Ich weiß nicht voll warum, aber gut. Und. Ja, habe ich schon mal gemacht, ne? Ja. Dann gehen wir gleich zur zweiten Sache. Und zwar, das ist folgende. Oh, so dunkel. Das bedeutet, ich mach mal kurz mal hier keinen Ton hin. Und zwar, der Fakt ist, wenn man Eis in der Luft zerstört, kommt kein Wasser. Wenn man auf dem Boden zerstört, kommt Wasser. Und ja, das ist auch korrekt. Wenn wir jetzt hier oben zerstören, das Eis, normales Eis, muss eigentlich Wasser rauskommen. Oben. Kein Wasser. Ja, auch nicht. Aber jetzt hier unten kommt Wasser. Und das finde ich halt ein bisschen komisch. Aber auch hier kommt, auch wird auch Wasser kommen. Ja. Wieso? Das ist gerade ein bisschen komisch. Wieso kommt in der Luft kein Wasser? Und hier schon. Und das ist ein bisschen komisch. Ups. So. Okay. Bisschen komisch, dass in der Luft kein Wasser rauskommt, aber auf dem Boden schon. Ja, und dann geht's auch schon direkt zur dritten Sache. Kurzer Nachtrag, ich bin anscheinend eine Missgeburt. Der zweite Effekt, gerade mit dem Eis in der Luft platzieren, der ist nicht von CC4 Diamonds, sondern von Minecraft gecrackt. Ich habe mich auf der Liste vertan. Jetzt kommt der zweite Effekt von CC4 Diamonds, das heißt, der zweite Effekt, eigentlich der dritte Effekt von Minecraft gecrackt. Und jetzt kommt der zweite Effekt von 64 Diamonds. Wir müssen mal ins End. Und zwar der Effekt ist diesmal 64 Diamonds. Wenn wir am End einen Nazi-Trank trinken, dann wird das End dunkel. Hat er geschrieben. Das ist falsch. Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, es soll noch richtige Effekte rankommen. Aber weil ich das auch ein bisschen verblüfft hatte, denn ich dachte, das läuft immer noch, dass es dunkel wird. Aber anscheinend wird es jetzt hell. Nicht mehr dunkel, da war ich auch belüftet. Ich dachte, wäre ausgetestet und ja, würde schon passen. Und dann, ja, Hotel. Ja, das wusste ich auch selber noch nicht, deswegen habe ich ihn nicht dran genommen. Ich mach mal hier mit Buschel-Effekt. Das finde ich ein bisschen komisch. Ja, das bedeutet, es wurde mal dunkel, aber jetzt nicht mehr. Und ja, dann gehen wir zu Fact Nummer 4.
die letzten beiden Dinge sind von Creeper, Zombie, Element Schaf. Und als erstes schreibt er, wenn man einen Block, also Erde, auf einer Kiste hat, und die dann jetzt öffnen möchte, dann funktioniert das nicht. Aber wenn das beackern, dann geht das. Und ich habe schon mal in den Tutorials gezeigt, dass es geht. Ja. Jetzt ist er wieder weg und jetzt geht's nicht mehr. Aber beackern, dann geht das auf einmal und habe ich schon mal in den Tutorials gezeigt, aber ich habe es noch nicht in den Minecraft-Fakten gezeigt. Das ist einfach ganz komisch irgendwie, warum. Jo. Das ist defekt und ich hatte dann gehen wir zur fünften Sache. Und die fünfte Sache ist folgende: Man kann über Wasser laufen, indem man unter sich diesen Block, wo man im Wasser steht, ein Serus im Blatt setzt. Und ja, das muss man gut timen und können. Wer mich kennt, kriegt das natürlich nicht hin. Das heißt, bedeutet einfach so. Oh, oh! So mit Oma, ich hab's direkt geschafft. Vor im Test habe ich das nicht geschafft. Und anscheinend, ja, habe ich es hingekriegt. Das muss man gut timen, aber ihr seht, es funktioniert. Jetzt habe ich es ja nicht geschafft. Man kann so über Wasser laufen, wie ich gerade im ersten Versuch gezeigt habe. Muss man richtig schön perfekt timen. Ah, es wird schlecht. Aber es funktioniert. Und damit wäre es auch schon gewesen von der heutigen Folge der Minecraft-Fakten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.